Ich würde sagen, mit dieser leicht Yoshi angehauchten Musik geht es weiter hier in New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Welt 7, wollte ich sagen. Aber Welt 7 wird wahrscheinlich genauso wie die anderen Welten nur eine Folge bekommen. Diese Welt, sagen wir mal so, ist 80%, 70-80% blind für mich, weil ich diese Welt nie selber gespielt habe. Aber sie vor 20 Jahren mal in einem Let's Play gesehen habe. Gut. Da unten ist safe eine Spur. Ja, ist auch eine. Warum springe ich dann? So, fahren wir also einmal hier mit. Taken die Starcoin. Fahren zurück. Und alles ist gut. So will ich das. Okay. Jetzt hier. Paar Coins. Ah, hier warte ich lieber. Wir wollen ja hier immer schön sicher sein, ja. Nicht, dass ich irgendwie hier wieder so dumme Sachen mache wie in der letzten Folge. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch an. War sehr, ich würde sagen, für Leute, die es lustig finden, wenn andere Leute failen, sehr unterhaltsam. Okay. So, geht es hier direkt mal durch. Ich habe das Gefühl, eine Starcoin verpasst zu haben. Ich glaube, dass ich mit diesem Gefühl nicht falsch liege. Ich glaube auch, dass ich gerade ein ganz bades Timing erwischt habe. Oh, man kann die killen? Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich kriege jetzt Damage. Kann man die im Neuen auch killen? Man kann die sogar erschießen, wollte ich sagen. Guess who's back an der Stelle, an der er gerade gestorben ist. Richtig, ich. Okay, hier kommen wir nicht rein. Ich feiere die Dinger nicht. Aber jetzt, da ich weiß, dass man die easy wegkillen kann, finde ich sie schon irgendwie cool. Zack. Uns fehlt eine Starcoin. Weiß ich. Dieses Gefühl hatte ich nämlich vorher schon. Ich bin mir sicher, sie ist vor der Röhre. Dummer Sprung, komplett unnötig gewesen. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, ich gucke noch nach, wo die Starcoin ist und wir sehen uns dann gleich an der Stelle wieder. Ich konnte tatsächlich nichts finden nach ungefähr 10 Minuten Suche oder was weiß ich, wie lange ich jetzt gesucht habe. Und deswegen an der Stelle machen wir einfach mal hier weiter. Genau. Wir fangen unten rechts an und arbeiten uns einmal im Uhrzeigersinn rum. Was? Hängen die auf mich? Hä? Was? Okay, was? Ich lauf nach links. Ich fühle mich links. Ich. Okay, wir sind wieder an der Stelle und diesmal versuche ich mal hier sinnvoll lang zu laufen. Da ist eine Tür, was ist hier oben? Oder könnte eine Starcoin sein? Nö. Die Sache ist, ich könnte jetzt auch noch woanders lang laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob da was war oder nicht. Okay, in dem Geisterhaus sind mir Starcoins egal, Guys. Also wirklich. Ich werde da nicht 10.000 Mal irgendeinen Weg lang laufen. Okay, es ist okay. Gehen wir einmal hier durch. Nächste Tür. Ich will die ganze Zeit... Oh, kann ich da überhaupt stehen? Ja. Was ist das? Hier rutscht man auch von automatisch. Skurrile Dinge, die hier passieren. Wir haben auch die erste Starcoin. Ich will wirklich permanent zwischenspeichern. Ihr glaubt es nicht. Ja, okay, I see. So. Das ist eine Substanz. Also natürlich ist es eine Substanz. Aber das ist eine Substanz, bei der... Ich weiß auch nicht genau, aber bei der man irgendwie reinstampfer attacken kann.
Und das passt sich an. Nächste Tür. Müsste eigentlich dann die richtige sein. Ja. Du mich auch, Game. Du mich auch. Hier ist wieder ein Block. Mit einem Schwung drinne. Oh, das finde ich nice. Danke, Mr. Hand. Mr. Hände. Ich glaube, es geht hier weiter. Wir kennen das Ganze ja schon. Nur glaube ich, dass wir oben bei dem P-Switch anders lang müssen irgendwie. Ich mache hier mal so ein Dings. Wir laufen nach rechts. Wo muss ich lang, Mann? No, nach da oben, oder? Wir müssen auf jeden Fall nach da oben, Guys. Okay, ja, so nicht. Error Loading Slot 2. Ich habe auch keinen zweiten Slot gespeichert, tatsächlich. Warum stelle ich mich jedes Mal so dumm an? Warum? Es passieren seltsame Dinge in dem Game. Wieso springe ich hier jedes Mal so dumm? Mann! Ich schneide euch, komm. Okay, wir sind oben, Guys, wir sind oben. Das ist nur für eine Star... Okay, okay. Sorry. Das ist nur für eine Starcoin gewesen. Aber wir sind am Ziel, das finde ich gut. Komm, nimm noch ein paar Punkte mit und raus da. Wir haben sogar alle Starcoins in dem Level, wo ich gesagt habe, mir sind die Starcoins egal. Ich habe da oben tatsächlich mit einem weiteren Secret Exit gerechnet, den es in Geisterhäusern ja häufig gibt. Ist die Welt hier so linear? Ja, da unten nicht so. Da unten sind 4 Level. Okay. Kommen wir zum nächsten Level. Welt 7, Number O Does. Ich weiß noch nicht, was ich hiervon halten soll. Okay, das ist ein Level, was nach oben geht. Das seht ihr, aber wenn ich springe, geht Mario auf der Map weiter. Ah, ja. Genau. Sowas feiere ich ja, das Todes durch den Level. Nö, weil ich die Starcoin möchte tatsächlich. Ah! 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 Okay. Also gerade nach oben fahren ist hier nicht. Nee, geh doch weg. Ich will mit keinem dieser Viecher was zu tun haben. Wirf ruhig den Feuerball weg. Hä? Oh nein. Oh doch. Es ist so ein Level. Das heißt, ich müsste hier einfach nur einen Koopa lang... Oh mein. Oh, ich hasse solche Level abgrundtief. Boah! Geh weg. Ich glaube, wir müssen hier raus. Das ist unfair. Vor allen Dingen, die drehen sich auch immer dann um. Ja, vergiss es. Oh, aber ich weiß, wie man die holen könnte. Perfekt. Wunderbar.
Geräusch verschwindet auch, sehr schön. Nicht, dass es jetzt die ganze Zeit so bleibt. Ich will ja eigentlich nur gerade nach oben. Scheine ich doch nicht zu wollen. Okay. Alle Starcoins gegettet. Ja. Natürlich Nintendo. Ich mach's mir doch nicht noch unnötig schwer, wenn ich da gestorben wäre. Ich hätte geheult. Aber wir haben das nächste Level geschafft und ich habe auch direkt wieder Bock, das nächste zu machen. Ich liebe das, ich liebe es. Ich könnte dieses Spiel stundenlang spielen, mich stundenlang aufregen. Es würde trotzdem immer noch irgendwann wieder Spaß machen. Das sieht aus wie ein Höhlenlevel in einer Wolke. Wie muss ich mir das vorstellen? Mit einem Wiggler muss ich mir das vorstellen. Kann ich hier rein? Nein. Ich will nur... Ah! Hier geht es für uns rein, perfekt. Und es ist kein Höhlenlevel. Oh, 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 oh. Wer sind Sie denn, Herr Wiggler? Oh, 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 oh. Vor allem, warum bounce ich hier nicht? Oh, wenn er so wiggelt. Hier stelle ich mir Starcoins auch ganz schwer vor. Wiggle! Wiggle! Okay, okay. Wiggle! Wiggle! Oh mein Gott, nein. Ich will keine blöden Goombas haben. Ich kann auch einfach so machen. Oh, Boomerang, Bro. Feier ich gar nicht. Hallo! Ich will die... Na... Was ist... Nein, ich war doch oben. Bitte wiggle doch. Kollege. Aber ich hab die Starcoin. Was ein Dreck. Was will ich mit einem Stern, der Geld erzeugt? Ich will nicht, gar nicht so genau wissen, was sich die Entwickler bei sowas gedacht haben. Aber okay. Ich muss hier hoch, oder? Da findet sich hier ein Stern drin. Ich will eine Feuerblume, Mann. Es kommen wirklich nur Sterne daraus. Oh, wiggeln! Wiggeln! Nein! Das kann nicht dein Ernst sein. Ich hol die Starcoin nicht nach. Ich hol die Starcoin auf gar keinen Fall nach. Vergiss es. Nee. Tschüss. Nee. Wir haben alle Starcoins verpasst, die man hätte verpassen können. Wofür seid ihr hier? Für gar nichts. Nee. Das Level bockt gar nicht. Das ist langweilig. Das ist mir zu eintönig, als dass ich das nochmal probiere. Ihr wisst, wo die eine Starcoin ist. Ich habe gar keinen Bock, da die andere zu suchen. Weil das Level ist todeslangweilig. Verzeiht mir, Guys. Es tut mir leid. Aber auf gar keinen Fall. Nicht, weil ich mir die Mühe nicht mache, sondern einfach, weil... War das vielleicht wann anders. Angst haben, dass ich hier sterbe. Habe ich... Alles hieran ist sass. Aber okay. Wir steppen weiter. Im Übrigen das erste Castle. Ach, wir sind direkt hier oben. Oh. Ey, ich war 5 Kilometer weit weg. Ja, genau. Hab sie. Dann wir machen direkt weiter. Wir wollen hier schließlich keinen Stress und ich will hier auch kein Item. Das ist es mir nicht wert. Wo muss ich hier hochspringen am besten? Hier. Dann ducken. Und dann hier. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich bin mir zu fast 100% sicher. Oh ne, nicht mal. Wir müssen da so oder so lang. Okay. Was haben wir da oben gerade gespawnt? Eine Fireflower. Nice. Cool. Wobei, das war gar nicht so schwer. Das Gimmick ist cool. Aber man sollte es halt nicht übertreiben. Da hoch kann...
Also wenn man hier nicht hoch kann, wenn da oben jetzt nichts ist und ich völlig umsonst hier jetzt 10 Minuten diesen Sprung probieren sollte, dann... Das ist zum Heulen. Nintendo kann Secrets nicht... Also hatte damals keinen Plan, wie man Secrets gescheit einbaut. Kann es sein, dass ich irgendwas falsch mache, oder... Das ist hier einfach nur unnötig. Yep, it is. Okay, haben wir. Trotzdem bin ich so leise, gell? Ich bin halt angespannt bei sowas. Ich will nicht sterben! Okay. Wir sind oben. Wir sind safe. Ja, ja. Weil Mario irgendwie ein bisschen dumm geworden ist. Da, wo die Starcoin ist, kann ich von nichts getroffen werden, oder? Oh mein Gott, hör doch auf. Okay. Wir sind aber da mit allen 3 Starcoins. Kann hier irgendwas schief gehen? Eigentlich? Oh mein Gott, wie unfair. Okay, wirf. Wieso wirft er so schnell? Hä? Was ist mit ihm kaputt? Stampfattacke. Down? Sehr schön, wunderbar. Ich hasse dieses Spiel so abgrundtief. Ich stelle mich aber auch an manchen Passagen wirklich blöd an, müssen wir mal gesagt haben. So, gleich können wir speichern. Saving. Perfekt. Und steppen weiter, auch wenn ich mittlerweile wirklich jedes Mal Save States benutze, wenn ich Starcoins nachholen muss. Weil das ist ja unnötiger Aufwand sonst. Okay, wir sind hier im... Sehe ich das richtig? Im... Pilzianischen Wald der Pilzigkeit mit 20 Millionen Wegen. Ich habe dieses Level noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Da befindet sich eine schmackhafte Starcoin. Und es ist natürlich die erste. Wie gesagt, hier befindet sich auch die erste Starcoin, ganz ohne Stress abzuholen, natürlich. Und wir steppen direkt weiter. Okay, wir haben schon mal die Halbzeit. Das fühlt sich actually nice an. Und hiermit auch jede Starcoin. Nein, warum, Nintendo? Please, hör doch auf. Das da drüben ist halt auch irgendwie sus. Okay, haben wir. Perfekt. Ist aber noch nicht vorbei, das Ganze. Hier gibt's eine Klettermöglichkeit. Das hätte man wissen können. Wir haben aber alle Starcoins, deswegen frage ich mich, wofür wäre jetzt die Ranke gewesen? Und schon allein, weil ich mich das frage, muss ich es nachgucken. Aber allein, weil hier eine Röhre mal zurückkommt, es ist bestimmt nur ein unnötiges Secret. Aber ich habe den Drang, trotzdem nachzugucken, weil das Level so viel Spaß gemacht hat. Ach, man! Wir sehen uns gleich wieder. So, wohin führt das Ding? Nee, das ist jetzt komplett unnötig gewesen. Das klingt nach Bonus.
Das scheint ein sehr wichtiger Bonus zu sein. Was tue ich hier eigentlich? Das war alles. Das hat sich mega gelohnt, jabadabad. Oh, ich bin todesmüde von dem Game. Das macht nur noch Kopfschmerzen. Egal, steppen wir direkt weiter. Und tun uns das hier nicht mehr an. Welt 1-1? Mit Bomben? I can see. Oh mein Gott. Natürlich. Okay, ich hab's kapiert. Das Game. Okay, komm. Vergiss es. Ja, vergiss es, ich starte das Game neu. For real. Deswegen mache ich nach jedem Level einen Speicherpunkt. Also bis... Das waren 10 unnötige... Unnötige Treffer, die ich innerhalb von 2 Sekunden kassiert habe. Oh mein Gott, wenn ich da jetzt nicht hochkommen wäre. Mit dem Mini-Pilz mache ich nichts. Grundsätzlich. Ich mache grundsätzlich keine Starcodes mit dem Mini-Pilz. Das haben wir schon mal besprochen, Guys. Und für ein One-Up gehe ich doch safe nicht darunter in diese Hölle. Das sieht für eine Feuerblume schon anders aus. Okay. Natürlich. Wo kriege ich hier Bob-Bombs her? Okay, die spawnt da immer wieder. Das ist so komplett unnötig. Und jetzt spawnt sie nicht mehr. Wenn sie jetzt nicht mehr spawnt... Okay, komm. Das ist doch ein Scam. Ich glaube, man soll diese King-Size Bullet Bills nutzen, um da hochzuspringen. Da war, könnte aber auch nicht die letzte Starcoin gewesen sein, weil die letzte haben wir schon. Und wo war dann die zweite? Ich weiß es nicht. Ich werde nachgucken. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat gerade viel zu lange gedauert. Wenn das nur für Münzen ist. Okay. Wie vermutet, ein Secret Exit. Wir haben es geschafft, Guys. 65 Minuten Aufnahme. 65. Für dieses Level. Wenn das jetzt nicht gut ist, heul ich. Es sieht schon mal nicht überzeugend aus. Wir haben eine Steinwand. Wobei, es sieht auch nach Ruinen. Oh mein Gott, ist das ein cooles Level. Wer bist du denn? Dieses Level ist todesüberzeugend. Einfach schon deswegen,
Es introduced neue Gegner und das feiere ich. Wir kommen rechts raus, können die Starker graben. Wunderbar. Ich liebe dieses Level jetzt schon. Oh mein Gott, das ist so cool. Komme ich hier raus? Hier durch? Oh, ich liebe das. Das ist mein Lieblingsgimmick. Ah, bitte. Okay. Skurrile Dinge passieren. An der Stelle. Werde Geräusche. Zieh ich mir mal eine Feuerblume. Und tu mal so, als wäre ich allwissend. Oh, Raupi kann auch scheinbar am Boden entlang laufen. Aber natürlich, das Game bleibt nur kurz stehen, wenn man da durchgeht. Heißt, wenn da Gegner sind, müssen wir auch auf diese Gegner achten. Okay, Guys. Ist notiert. Trotzdem, feierbares Gimmick. Weil wir überall rein können. Dazu. Aber hier. Das ist mehr als nur sus da oben. Aber nichts weiter. Okay. Ich wollte mich nur vergewissern. Wie geht's hindurch? Und das war ein unnötiger Weg. Ja, ho, ho. Wie geht es stattdessen für uns weiter? Und okay, alle Blöcke aktivieren, die man aktivieren kann. Scheint wichtig zu sein. Ja, ich glaube nämlich, wir brauchen einen kleinen, netten Cooper hier. Wunderschönen guten Tag. Würdest du für uns mal hier ganz kurz ein One-Up freilegen? Na gut. Also für ein One-Up ein bisschen unnötig. Mini-Mushroom weiß ich nicht, fühle ich nicht. Führt mich das hin? Noch weiter zurück. Woo! Okay, darauf müssen wir auf jeden Fall achten. Dass es auch Röhren gibt, die uns zurückführen. Aber jetzt kriegen wir immerhin das One-Up, was ich nicht holen wollte. Down. Ich will die Raupen gar nicht alle töten. Bin mir sicher, man kann da rein, ja. Oh mein Gott, das war knapp. Seht ihr das, Guys? Ein Mini-Pilz für die Starcoin da oben. Oder? Wait a moment. Okay, ja, auf jeden Fall. Ihr könnt es, glaube ich, nochmal besser sehen. Ja. Und ihr wisst Bescheid. Diese Starcoins mache ich nicht, weil wir alle wissen, was für Müll die sind. Hier ein bisschen Münzen mitnehmen. Wieder nach oben und nach rechts. Okay, das Level hat sich gelohnt, freizuschalten. Auch wenn ich, wie gesagt... Oh, wir bekommen den Mini-Pilz hier. Okay, Guys, ich habe nichts gesagt. Wir holen die Starcoin. Wie komme ich jetzt am besten hoch? Ist er. Wunderbar, die Starcoin gehört in unsere Tasche. Heißt aber nicht, dass ich es fühle, dass wir jetzt hier mit dem Mini-Pilz rumlaufen. Hallo, kannst du da mal... Hallo! Ey, Mann, Mario, du bist doch so ein Idiot. Perfekt, und da rüber und rein da. Ich will das Level nicht mit dem Mini-Pilz beenden, aber es scheint so, als müssten wir das. Ja, egal, wir sind relativ weit oben, damit bin ich zufrieden. Wunderbar. Okay. So. Kommen wir zu dem Level, Welt 7 Nummer 6. Genau. So, auf so einen Anfang hat man Lust. Ich hasse es des Todes.
So. So, gehen wir hier mal weiter erstmal. Ja, dreh halt um. Seid tot alle? Beide? Das war ein sehr waghalsiger Sprung. Dafür seid ihr... Bitte, geh weg. Oh, One-Up! Oh, aber nicht, wenn ich dafür sterben muss. I don't wanna die. Bitte. Egal, egal, gar kein Stress, sowas. Ein Pilz catcht mich. Weg hier! Yeah. Genau. Erstes Starcoin verpasst. Haben wir im letzten Level auch eine Starcoin verpasst? Mann! Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Also noch mehr Schmutz in dem Level geht nicht, oder? An, wie ich dieses Level liebe. Aha! Hui! Guck mal, ich kann springen und hüpfen und fliegen. Und bin tot. Und wenn ich jetzt nochmal sterbe. Nein, ich möchte nichts auf dem zweiten Slot safen. Und hier ist Ziel. Wir beenden das Level an der Stelle. Ganz weit da oben, Guys. Ganz weit da oben. Hier gibt's auch einen Secret Exit. Wir sehen uns an der Stelle gleich wieder. Yeah.
Guys, ich habe den Secret Exit gefunden. Und der ist unfair wie sonst was. So, und jetzt von hier unten da dran. Und darauf kommt man natürlich direkt auch beim ersten Mal spielen. Nintendo, ihr seid... Bleib hier stehen, ich bleib hier stehen, ich mache hier gar nichts. Das ist anscheinend der Secret Exit. Ich habe im Internet nachgucken müssen, ich habe es tatsächlich nicht gewusst, wie man die... Also ich habe es schon gefunden, das mit der Ranke habt ihr gesehen. Aber ich habe dann im Internet legit nachgeguckt, was ich machen muss, damit die Ranke weitergeht, weil ich nicht wusste, dass man den Block zerstören muss. Unterhalten wir uns nicht darüber, ich bin dumm. Secret Exit, it's in. Man hätte drauf kommen können, den Block oben drüber zu zerstören, aber irgendwie bin ich nicht drauf gekommen und wir ignorieren das alles und machen mit Level oder Welt 77, Level 77 weiter und schauen, was uns hier erwartet. Hat sich das Ganze gelohnt? Für ein Scrolling-Level schon mal nicht. Für eine Vollblume im Inventar schon. Ja, und dann auch noch sowas. Starcoin? I see what you're talking about, man. Ich muss irgendwie nach da unten kommen. Will ich wissen? Bitte nicht out of... du. Dankeschön. Kann ich dem hier vertrauen? Irgendwie nicht, irgendwie schon, I don't know. Da ist der Starcoin. Like that. Jetzt geht das Scrolling einmal in eine andere Richtung, okay. Nein, ich bin zu lang gestanden, egal. Nee, da ist irgendwas Wichtiges drin, nein. Starcoin. Ich muss darüber. Nee, nee, ich will hier immer in Bewegung bleiben. Oh mein Gott. Kann ich hier rein? Nein. Hat sich das überhaupt gelohnt, hier runter zu gehen? Für eine Feuerblume nicht. Ich habe zwei im Inventar. Oder halt eine im Inventar und eine habe ich ausgerüstet. Hier können wir uns Zeit lauern, wobei ich mag den Koopa hier überhaupt nicht. Hallo? Fahr doch hoch! Hoch, hoch, hoch. Ah, okay, ich glaube, wir haben's. Hier ist das Ziel, oder? Perfekt. Mit allen drei Starcoins. Wunderbar. So will ich das. So könnte das die ganze Zeit laufen. Hätte ich gar keinen Stress mit. Und wir sind auch schon beim letzten Level nach. Können wir kurz sagen, können wir... Ich möchte das für die Nachwelt festhalten. Nach 85 Minuten. Wir reden nicht darüber, wie lange ich für diese Welt gebraucht habe. Aber für euch wird sie sowieso wieder sehr schmackhaft kurz zusammengeschnitten. In ein paar Minuten. So, was darf ich erwarten? Scheinbar nichts Gutes. Und Sparkies, genau. Oh, und eine Starcoin. Random. Ah! Das finde ich wieder gut, da kriegst du zwar nur Schaden, aber du kannst wenigstens überleben. Ich glaube, hier muss ich im richtigen Moment drüber hüpfen. Oh mein Gott. Bin ich ja gerade ganz arg unangenehm hier. Safe? Ja. Das heißt safe. Erstmal. Wir haben auch schon die erste Starcoin.
Darf ich mich darüber freuen? Ich weiß... Ich freue mich über gar nichts. Nicht bei so einem Le... Was soll man hier machen? Oh mein Gott! Ich will die Starcoin. Ich wurde nicht getroffen! Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Geh doch weg! Oh! Nee, ich muss mich hier treffen lassen. Sorry. Das hätte von der Zeitlichkeit. Ich bin so ein Hardcore-Pro-Gamer, Guys. Da kommt noch wer von den Flammenwerfern. Da ist die letzte Starcoin. Keine Ahnung, wie ich die holen soll. Ist mir egal. Und diese Leistung ist auf Kamera festgehalten. Oh mein Gott. Wo kommen wir denn hin? Stimmt, es ist ja ein richtiger Bosskampf. Oh. Auch wenn mir das hier nicht so gut gefällt, was ich hier sehe. Ah, nur ein Lakito. Oh, 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 oh. Oh mein Gott! Nein, triff ihn doch! Wunderbar! Nicht so wunderbar. Tot. Leben am Limit, Guys! Ach. Cooler Boss! Ey, auch wenn er vielleicht mehr Angriffsmuster vertragen hätte, je mehr die Phase voranschreitet. Aber es ist ein Game für Kids. Und Leute, damit sind wir in der letzten Welt. Wir saven das Ganze noch. Die letzte Starcoin ist mir komplett egal. Ganz am Schluss schauen wir nochmal, wo uns alle Starcoins finden. Und ich versuche sie nochmal alle zu holen. Heißt, es wird auf jeden Fall einen 9. oder vielleicht sogar 10. Part geben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.